Also ich habe circa 60.000 Euro Schulden. Mir geht schlecht, ich habe schlaflose Nächte deswegen. Finanziell ist es halt immer Ende des Monats ein Hoffen und Bangen. Eigentlich möchte ich schon noch ein Pfannkuchenhaus haben oder ein Pfannkuchenhaus sein. Pfannkuchen, das ist für mich kein Konzept, tut mir leid. Ich bin eigentlich von unserem Konzept überzeugt. Wir haben viel zu viele Pfannkuchen auf der Karte. Herzhafte und süße, ungefähr 30 verschiedene Sorten. Nicht jeder will jeden Tag Pfannkuchen essen. Ich meine, es ist ein Pfannkuchenteig in die Pfanne reinschmeißen, belegen und fertig. Das hat mit Kochen nichts zu tun. Das ist, als ob ich am Band stehe. Wer hat uns gerufen? Ich war das. Du warst das? Gerufen, ja. Du bist der Pächter, ne? Ich bin der Pächter, okay. Und finanziell geht es mir halt nicht gut. Okay. Deshalb habe ich euch gerufen, ja. Und das Konzept ist von dir, aus deiner Feder? Das Konzept ist von mir. Seit 2 Jahren durchgängig nur Pfannkuchenhaus. Davor okay. War es gut bürgerlich. Okay. Und warum bist du auf Pfannkuchen gekommen? Der Markt ist da. Die Leute sind da. Aber zu wenig, um den Umsatz zu erzielen, den ich brauche. Mehr dazu später, würde ich sagen, wenn wir anfangen zu denken. Dürfen. Den Koch wollen wir mal kennenlernen. Genau, dürfen wir in die Küche. Kommt mal mit. Ja? Ja. So, das ist quasi jetzt euer Zuhause, ja? Du bist der Koch? Ja, du bist Helgo. Hallo. Servus, grüß dich. Hallo. Ohne grüß dich. Hi, servus, ja. Hallo. So, schau dir mal das an. Ja, sehe ich. Gut. Wann hast du das letzte Mal das Öl gewechselt? Letzte Woche. Okay. Er ist Koch, ich bin Koch. Und ich möchte mich aber nicht mit so einem Koch auf eine Stufe stellen. Leute, also das ist ja, also Fettwechsel ist das eine. Das ist schon so weit verkrustet, das geht so einfach nicht mehr weg. Wenn ich das so sehe, die Pfanne hier, ja, schau das mal an. Hier, Koch, komm mal, alle beiden herkommen, ja. Ich tue mal die Pfanne hier, die stelle ich mal hier dazu, ja, die stelle ich hier dazu. So, das klebt ja alles. Wenn jetzt jemand kommt von der Industrie- und Handelskammer, ja, oder vom WKD, vom Wirtschaftskontrolldienst, was sagt er dann? Zumachen, sauber machen. Und das ist alles, was dich berührt? Ja, es ist frustrierend, aber es ist jetzt halt mal eine Tatsache. Und ich kann es jetzt im Moment schlecht ändern. Der hat einfach der Desinteresse, der ist leer, der ist verbraucht, der hat keine Freude, hat keine Euphorie, keine Motivation. Also dem ist nichts anzumerken, was irgendwie ins Positive, was positiv zu werten wäre. Also jetzt mal im Ernst, was sollen wir dazu sagen? Da esse ich nicht raus. Ich esse nichts. Ja. Verstehe ich? Das verstehst du. Das ist schön, dass du das verstehst. Du bist 8 Jahre Gastronom. Und sie dachte, das ist ja nicht von gestern der Schmutz. Ja, der Schmutz ist ja vom halben Jahr oder vom Jahr ist der entstanden. Schau mal her, da kannst doch keinem Essen aus diesen Pfannen servieren. Das ist doch irgendwie, das ist doch lebensgefährlich, mein Freund. Und wir kommen nicht aus Spaß vorbei, sondern es gibt eine Dringlichkeit, es ist Not vorhanden. Und dann weiß ich, dass die Kochprofession kommt, die hat eh nichts zu tun. Dann putze ich doch diese Scheißküche und mache die strahlend klar, dass die Küche strahlen, wenn wir kommen. Ne? Das ist eine Missachtung der hygienischen Gesetze vom Feinsten. Tut mir leid, du wusstest, dass wir kommen. Ja. Und du lässt das so, wie es ist. Ich war gestern auch 4 Stunden nur allein zum Putzen hier. Und war letzte Woche an meinem freien Tag noch zum Putzen hier. Und Leute, das ist dann unsichtbar als Putzen. Das ist doch nicht Putzen. Das ist völlig verrosteter, alter Scheißdreck. Ja. Er boykottiert den Chef. Und aus dem Grund putzt er nicht. Der macht dir den Laden kaputt und du schaust zu. Ich sehe es, aber handel nicht. Da habt ihr vollkommen recht. Ich soll das Testessen, dann gehen wir zu Frist und Scheiß. Wenn die Pfanne in Einsatz kommt, dann kriegst du eine. Das Problem. Und du nichts, wenn du sagst, nee, okay, du siehst es. Ich bin auch etwas geschockt gerade. Warum bist denn du geschockt? Das ist doch nichts Neues, oder? Nee. Schau dir das an. Ja? Das ist nicht ein Tag und nicht 2 Tage genau. Alt. Ja, das heißt, die Siffe, kalt, warm, kalt, warm. Und genau so verderben Lebensmittel. Und noch mal was, wenn du hier eine Oma sitzen hast, ja, eine Oma, die verreckt da vielleicht dran. Das ist dein Baby, für das bist du angetreten vor 8 Jahren. Und du schaust zu, wie der Laden von Tag zu Tag so verkommt, so dreckiger wird. Hast du noch Anspruch an irgendwas? Ich möchte, dass der Laden wieder läuft. Ich möchte, dass hier alles wieder so wird, wie es früher mal war. Ja, ist das ein Fundament, was da gegossen wird? Das ist verrosteter Stahl. Lass uns mal kurz besprechen gehen, oder? Ja, wir kommen gleich wieder. Ich fühle mich beschissen, ja. Und genau das wollte ich halt nicht, dass ich hier jetzt als der absolute schmutzige Typ da stehe oder sonst irgendwas. Und damit wird es natürlich jetzt aufgezogen und ja, muss ich mir an die eigene Nase packen. Vielleicht A, die Betriebsblindheit, die kann es aber nicht sein, weil ich sehe solche Dinge wieder oben auch. Vielleicht einfach nicht den Arsch in der Hose durchzugreifen. Weil ich Angst habe, alles zu verlieren dadurch.
Okay, Jungs, also ganz klar, in der Küche und die Lebensmittel, wir werden sowas nicht essen. Wir sagen das Testessen damit ab. Und ohne Probeessen gibt es keine Hilfe. Mit Sicherheit blöd für einen Thomas, denn der Thomas hat uns ja auch gerufen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Also würde mich jetzt interessieren, ne? Nach dieser Aussage von uns, wir wollen hier nicht speisen. Ja, niederschmetternd. Niederschmetternd. Und Koch bei dir? Bin absolut unten. Könnt ihr uns verstehen? Ja. Warum mutet ihr uns das zu? Warum macht ihr denn das? Ihr braucht Hilfe von den Kochprofis, dann sortiere ich mich doch anders. Dann zeige ich mich doch zum Besten. Ich mache doch das nicht mit Absicht. Wie kann man denn so alles verwahrlosen lassen? Ich bin gerade ziemlich unten. Denn was die Küche angeht, werde immer ich dran gezogen. Das ist klar. Ich stehe ja jeden Tag hier drin. Pass auf, damit es jetzt weitergeht. Ihr wienert hier, dass die Küche blitzt. Ihr guckt, dass das Mise en Place wegkommt. Also, ich meine weg. Weg, weg. 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 Ne? Klappe auf, rein. Tonne auf, Klappe zu. Und dann können wir, wenn das soweit dann alles wieder steht, dann holen wir ein Testessen nach. Okay. Ja? Ich hoffe, ihr versteht es uns, oder? Das ist für uns eine Backpfeife vom Feinsten. Ne? So eine Ohrfeige haben wir noch nie kassiert, alle drei. Ne? Was du jetzt die Zeit vernachlässigt hast, ja? Was du nicht gemacht hast, was du nicht umgesetzt hast, werden wir umsetzen. Und wenn es nicht klappt, sind wir weg. Okay, dann klatscht es in die Hände und schwingt den Lappen und den Stahlschwamm vor allem. Alles klar. Ja? Ja? Also, bis denn. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich dieses Amt des Kochprofis mal wirklich so gehasst habe wie jetzt gerade. Die Lage ist katastrophal, alles wirklich schmutzig und dieser Schmutz ist über Jahre hinweg entstanden. Das heißt, der Schmutz muss innerhalb von einem Tag jetzt weg. Deswegen haben wir jetzt Profis geholt und eine Putzfirma beauftragt, die begrüße ich jetzt. Servus. Servus. Also, pass auf, das ist jetzt nicht Schmutz von gestern, sondern das ist richtig verkrustet. Das heißt, da müsst richtig ran. Das ist so dick Zeug, da drauf muss er weg, spachteln, weg, kompressen, weg, sprengen, keine Ahnung. Aber ihr seid ja Profis, ja? Also, ich bringe euch nur kurz rein, ja? Ja, ihr lauft mir einfach hinterher. Hallo, Thomas. Ich mach's das ja auch, ich übergebe, ja? Du weißt, wo der Dreck sitzt? Absolut. Und du weißt, wie ich es morgen ausschauen muss? Ja. Okay, also, das ist hier der Chef, ja? Alles klar. Und wir zahlen die Rechnung, das übernehmen wir, ne? Das ist super. Also, das cool. Mach ich wieder. Gerne. Ja, dass ein Putzteam da ist, finde ich jetzt super geil. Weil allein hätte man das, glaube ich, so nicht geschafft. Guten Morgen. Guten Morgen. So, erstmal die Küche entsorgen, ne? Sieht doch zumindest mal ein bisschen sauberer aus. Wie war es gestern, die Putzaktion? Sabrina? Heftig. Wir haben quasi eine Putzkolonne von euch bekommen. Bitte, was haben wir? Eine Putzkolonne. Das heißt, ihr habt euch hingesetzt und zugeguckt, oder was? Nein, wir haben mitgeputzt. Ja. Also zumindest teilweise. Was heißt teilweise? Das? Sabrina hat sich etwas rausgehalten. Warum hast du nicht mitgeputzt? Ich habe was geputzt, ich habe einen Schrank geputzt, aber mein Ressort ist draußen. Die Theke. Ich entscheide, wo ich putze. Ich putze das ganze Restaurant. Das wusste ich nicht, dass du es entscheidest. Nee, das sehe ich das auch nicht wirklich. Also, wenn ich sage, da ist zu putzen, dann wird es auch gemacht. Also, das sehe ich jetzt auch so. Und bei mir ist es so im Restaurant, ja, also, wenn es dann mal richtig scheppert, dann hilft mein Team zusammen. Mein Serviceleiter, der bringt dann auch mal die Pappe weg, ja, obwohl das vielleicht von der Küche ist. Vielleicht haben wir mehr oder weniger Sitzplätze. Ja. Wie denn? Ja, darum geht's ja. Um was geht's denn? Wenn ich schäke in der Küche allein ist, ich im Service allein bin. Ja, die ganze Putzarbeit haben wir noch. Wie soll mir das machen? Wie bitte? Das geht hier nicht darum, wie viele Leute wer wo und wer wo seinen Job hat. Hier geht es darum, dass man mal gemeinsam als Team anpackt. Dein Chef hat hier die Kochprofis gerufen, weil er ein Problem hat. Und dann finden wir hier Sachen, die überhaupt nicht gehen, sprechen euch darauf an, besorgen euch ein Putzkommando, sagt, ihr sollt alle putzen und du ziehst dich da komplett raus. Das ist doch keine Teamarbeit. Das ist alles da total versüfft und sie steigt noch nicht mal mit ein. Ich hab echt keinen Bock, die Küche zu putzen. Wenn da welche da sind, wo die Küche putzen und ich hab draußen genug Arbeit. Der Thomas zahlt dein Gehalt, stimmt das? Ja. Und du suchst dir aus, was du machen möchtest für das Gehalt. Was ich machen möchte? Ja. Was ich machen muss. Was ich mach. Die ist so, die hat so eine mächtige Art irgendwie, die sehr unangenehm ist. Bei mir tut auch keiner was im Restaurant putzen. Das mache ich alles selber. Wir wollen dich verstehen, ja? Und warum du einfach den Thomas als Chef nicht akzeptierst, ja?
warum du nicht tust, was er sagt. Das möchte ich wissen. Ich akzeptiere Thomas als Chef. Tust aber nicht, was er sagt. Ganz ehrlich, Küchenbereich ist nicht mein Bereich. Ich habe draußen meinen Bereich und damit komme ich nicht klar. Ich verstehe nicht Sabrina, dass die nicht den beiden hilft. Ich verstehe den Jelko nicht, wie es überhaupt nur so weit kommen konnte. Und ich verstehe den Thomas nicht, der anscheinend die Augen verschließt vor dem ganzen Scheiß. Gestern war ja also eine Sondersituation. Ja? Und da kann man doch einmal zusammenhelfen. Ja? Also das verstehe ich eben genau nicht. Genau so. Ja? Ich meine, also niemand sagt, Sabrina, hörst du mir zu? Ja, bitte. Ja, was habe ich denn gerade eben gesagt? Gestern war eine Sondersituation. Was ist eine Situation? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Sondersituation. Richtig. Sabrina, gut, die ist laut und die gibt's. Ich verstehe da auch überhaupt gar keinen Spaß daran. Ich auch nicht. Ja, dann ist ja schön. Ich finde die Situation schon wieder so unangenehm. Ja, ich meine, wir sind in einem Gespräch. Es interessiert nicht jeden. Und ich weiß überhaupt gar nicht, warum wir eigentlich hier sind. Warum möchtest du diese Mitarbeiter halten? Das frage ich mich mittlerweile auch. Es war gestern wie so ein Messer in den Rücken gestochen. Also ich glaube halt, dass es nicht funktionieren wird, wenn du nicht hier bist. Also ihr als Team und du als Chef, ihr arbeitet komplett gegeneinander. Also ich stehe auf jeden Fall hinter dem, was der Thomas macht. Gestern der Tag, der hat mir gezeigt, es muss sich was verändern. Auch bei dir da oben, bei uns allen, wenn es so weitergeht. Da wird sich auch was verändern. Da hat sie schon. Was verdammt nochmal willst du jetzt? Definitiv werde ich mit mehr Manpower hier stehen. 4 Tage die Woche. Der andere Job bleibt. Das ist meine Sicherheit. Also die Insolvenz muss vermieden werden, definitiv. Du willst den Laden nebenzu noch haben, 4-mal abends vorbeikommen und die bleiben dann hier und du machst nebenzu den Job. Was ist das für ein verwässertes Zeug? Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Sowohl was das Konzept angeht, als auch, wie ihr mir aufgezeigt habt, wie ich jetzt auch verstehe, mit den Mitarbeitern. Gestern hast du gesagt, du stehst voll hinter deinen Pfannkuchen und heute sagst du, du hast aufs falsche Pferd gesetzt, was das Konzept angeht. Also was ist es jetzt? Hier, und deine Mitarbeiterin, die schaut schon wieder weg und schüttelt schon wieder den Kopf. Also ich weiß überhaupt gar nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich glaube an die Pfannkuchen an für sich, aber ich habe mich verrechnet, dass es hier in der Konstellation mit den Fixkosten nicht tragbar ist. Dann musst du vielleicht der Realität auch ins Auge gucken. Vielleicht müssen wir auch der Realität ins Auge schauen und mal mit uns mal zurückziehen. Weil das ist ja, wir treten auf der Stelle, wir vergeuden Zeit, das macht keinen Sinn. Wir können doch in 2 Stunden so dastehen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich verstehe den ganzen Fall nicht. Sabrina? Ja, bitte. Ich würde mich sehr gerne mal bei dir hinterm Tresen umgucken. Darf ich das? Ja. Ja? Kein Problem. Guck ich doch mal. Da ist sogar das Dichtungsgummi kaputt. Das ist Schwarzschimmel. Der entsteht halt, wenn man das nicht regelmäßig putzt. Überall dieser Zustand. Ups. Alles staubig. Staubig, ja. Man, das sind schon jahrelang da drin, seit 8 Jahren. Ich habe jetzt gerade aus 2 Gläsern getrunken, wo eine Apfelschorle ohne Kohlensäure drin war, die quasi hier drauf stand. Das heißt, der ganze Staub, der geht hier durch, diese Matte durch. Ja. Und die Gläser werden auf diese staubige Matte raufgestellt. Und ich trinke aus diesen dreckigen Gläsern. Ja. Guck mal, hier. Ich weiß. Guck mal, guck dir das mal an. Schau das mal an. Ja, das ist doch, oder hier, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hier, diesen Schwarzschimmel da drin. Die sind doch kaputt. Du, ja, die sind kaputt. Das sagst doch im die sind alle kaputt. Ja, aber deswegen muss man, was kaputt ist, kann man vereinsauen lassen oder was? Das ist Schwarzschimmel, das ist giftig. Du gehst doch nicht jeden Abend einmal mit einem Lappen durch die Dichtung. Ah, nee. Aber du siehst das kaputt. Das sehe ich ja auch. Du bist neu hier. Wenn du jetzt gestern gesagt hättest, putzt ihr die Küche, ich gehe noch mal hinter den Tresen und mach hier, bring alles auf Vordermann. Das hätte ich ja dann noch irgendwie verstanden. Das ist alles nicht passiert. Sorry, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich komme mal dorthin vor wie ein Volldepp. Es geht um keine Abwehrmethoden, aber unser Thomann, ja, das ist der mir klar, hat gerade am Mikrofon zugehört, dass du gesagt hast, das war nur ein Fake mit den Kochprofis. Nee, das ist kein Fake. Ich will Jelko und Sabrina ruhig stellen für heute. Die machen mir hier alles kaputt gerade. Ich brauche einfach meine Ruhe. Ich weiß, was ich will. Ich brauche meine Ruhe. Die setzen mir jetzt genauso die Messer auf die Brust. Wie ihr, ich habe die Entscheidung getroffen, zu der stehe ich.
Stopp. Du hast uns gerufen, damit wir dich beraten. Und wir haben dir nur gesagt, ja, entweder du machst deinen Job weiter oder du machst es hier richtig, weil sonst wird es nicht funktionieren. Wir setzen dir kein Messer auf die Brust. Ihr habt mir die Augen geöffnet und ich stehe zu der Entscheidung, dass ich hier nicht mehr weitermache. Thomas, du hast deine Mitarbeiter jetzt einfach mal ganz dreist angelogen. Also du hast ihnen einfach gesagt, nee, wenn die weg sind, dann machen wir so weiter. Das geht doch immer irgendwie, jeder erfindet irgendwas und glaubt kurz dran, dann geht's weiter. Dann sagen wir, um hier reflektiert nachzudenken. Wir haben dir gesagt, dann nimm dir Zeit, dann hast du die Entscheidung. Ich brauche keine Zeit. Die Entscheidung habe ich getroffen. Dann ist doch deine Entscheidung, wenn du den Laden zumachst, ganz klar, dass deine beiden Angestellten den Job verlieren. Das ist doch logisch, oder? Das ist klar. Wir haben gerade eben noch gesagt, ey, ganz easy, wir lassen dich nicht im Stich, wir helfen dir. Das wäre alles möglich gewesen. Aber ja, wir werden ständig angelogen. Wenn wir uns veräppelt fühlen, dann ist die Zeit zu schade. Dann gehen wir lieber irgendwo anders hin. Denn es gibt mit Sicherheit irgendeinen Fall, der sich freut, wenn wir kommen, der sich helfen lässt und der uns nicht anlügt. Wenn du deine Mitarbeiter genauso anlügst wie uns, woher sollen wir noch wissen, was mit Wahrheit ist? Woher soll ich dir noch trauen? Oder woher sollen wir dir trauen, wenn du deine Mitarbeiter genauso anschwindelst wie uns? Wir wissen nicht, was ist jetzt echt und was nicht mehr echt. Du rufst die Kochprofis, du holst sie uns ins Haus. Die waren 8 Jahre da. Und dann hinterlassen die dir so eine Küche, bringen dich eigentlich total in die Scheiße. Und jetzt irgendwie, egal. Und jetzt setzen wir weiter die Messer auf die Brust. Oh, tschüss. Ciao. Thomas hat sich das ganz klar versaut. Umso mehr Lügen, umso tiefer die Scheiße. Wer wollte mit Halbwahrheiten durchkommen, geht aber nicht.